Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr seht, steht Jenny da hinter mir. Das ist keine Fata Morgana, das ist tatsächlich die Realität. Ich bin nur so ein Pappaufsteller. Nein, aber da müssen wir einen Thomas stillen. Also nichts gegen dich, ich mag dich gerne, aber... Einen Thomas haben wir heute nicht. Nein, kein Thomas für mich heute. Auf jeden Fall ist heute der 20.08.2016 und heute ist das Booktube-Treffen in Bielefeld. Und ja, da hinten kommt Laura. Hallo. Wir fahren jetzt gleich los. Wir müssen sogar mit zwei Autos fahren. Mhm, läuft bei uns, wir sind zu viele. Und ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Ja, sind wir alle nicht aufgeregt? Total! am meisten ist Victor aufgeregt. Der genau. Kommt nämlich nicht mit. Ausgeladen. Und ja, jetzt fahren wir gleich los und dann filme ich euch von Bielefeld wieder. Ihr versteht. You say you feel like you're always alone. Yeah, you love to pretend, but you've never been one. It's let others inside your home. We all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. Wir sind da! Ich krieg sie gar nicht alle drauf, weil sie alle viel zu unsynchron laufen. Ah! Nein, es ist mal nicht drauf. Mist. Doch jetzt! Ah, wir sind alle drauf! Oh mein Gott, wir sind so gut organisiert. So, wir sind jetzt gerade am Boulevard. Jetzt gehen wir einmal durch den Bahnhof durch. Und dann sind wir da vor dem Bahnhof. Ja, läuft bei uns. Schlange, wie ihr da im Hintergrund ja. Seht. Wir sind die Leitkühe. Da sind noch mehr Leitkühe. Und jetzt gehen wir einfach mal. Und ja, die gucken mich schon wieder alle blöd an, aber das bin ich ja nicht. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Innenstadt und gucken mal, ob wir irgendwo stehen bleiben oder nicht. Also ich habe denen gesagt, die sollen Stopp rufen und die Hand heben, wenn sie irgendwas wollen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht. Wenn wir nicht kontinuierlich stehen können. Ja, aber wir werden sehr viel Spaß haben, glaube ich. Und dann gehen wir nachher essen. Wir wissen noch nicht, wo Nini und ich haben das so gut geplant, dass wir nicht geplant haben, wo wir essen gehen, weil wir sind so spannend. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Hunger und ich will eine Currywurst. Ja, toll. Das wird den ganzen Tag bleiben. Ich möchte eine Currywurst, so lange bis ich eine habe. Das wird nicht machen. Nein, das war auch nicht. Einmal winken! Winken sie auch alle gleich? Ich glaube, das hat nicht geklappt. Du darfst auch winken. Jenny hat übrigens immer noch keinen Kanal. Asche auf ihr Haupt. Ich habe einen. Immerhin hat sie einen an. Ja. Und wir hoffen, dass heute sehr viele schöne Gespräche entstehen. Ich habe denen gerade alle verliebt in Mr. Daniels empfohlen. Nini empfehle ich das übrigens auch. Okay. Nini kam etwas spät. So genau um 12. Ja, aber genau. Eigentlich kurz vorher. Also. Da standen schon ganz viele da. Ja. Das hat nicht so gut geklappt, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich muss das besser mit denen üben hier. Wenn ihr das jetzt seht und hier wart, ne, dann wisst ihr, dass ihr das nicht gut geübt habt. Wenn ihr also nächsten Monat nach Essen kommt, dann klappt das besser. Was? Geht ihr wieder hinter mir? Das sind die Zuschauer. Die Böse. Ich abseits der Gruppe. Aber nicht, bin ich faul, ich bin kontinuierlich. Das habe ich gut erzählt, oder? Ich finde, wir können weitergehen. Ja. Wollen wir jetzt Bücher shoppen? Ja!
Das hat auch nicht so gut funktioniert. Ja! Ja! Ja. Willst du mitkommen? Komm! Du bist aber langweilig. Lena, dann gehen wir jetzt weiter. Ja. Ich kann mir vorstellen können, dass Nini so einen Rucksack trägt. Wir haben Nini verloren, die steht da hinten. Nini ist auch voll beladen, die hat einen Rucksack, eine Umhängetasche und eine Tasche. Das ist tatsächlich sehr viel. Jetzt ist sie weg, ich habe sie in der Masse verloren. Wo ist sie denn? Ach, da. Rucksack. Ja, ich habe sie gefunden. Und die Nina ist so nah dran. Aber ich bin noch näher. Oh nein, das war zu nah. Das siehst du dann im Video. Ja, wie nah du wirklich. So, gehen wir weiter. What? Don't trust, stay strong, don't go wrong. Think twice. I take it slow, I am low. It's the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout. Kaufe, weil Sabrina mich so damit angefixt hat. Oder ob ich mir da hinten dieses Buch von DTV kaufe, wo ich nicht weiß, wie es mehr heißt. Und Jenny holt sich einfach in mein Bild rein. Sie Foto, nein, sie videobombt mich. Ja. Ich will auch. Ja. Sehe ich komisch aus. Ich habe dir nichts Geburtstagsgeschenk von ihr. Ich habe nicht vergessen. Was? Was? Warum ist denn nichts Geburtstagsgeschenk? Achso, ja, ich hab grad meinen Schatz geschrieben. Na super, ich bin traurig und wehmütig. Ich bin auch traurig. Ja, ich bin nicht die Jessie. Ich habe mir gerade mal die Kamera geklaut. Jessie steht nämlich gerade an der Kasse. Sie kauft Bücher. Ich kann aber nicht erkennen, was sie kauft. Das wird sie euch aber bestimmt zeigen. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt hin sind. Was wir noch so machen werden. Be first. Don't trust anyone. So, wir haben den Mängelbuchexemplarladen gefunden. Was sage ich denn? Mängelexemplarbuchladen gefunden. Es gibt ihn tatsächlich noch. Das Gerücht, dass er nicht mehr existiert, ist ein Gerücht. Jetzt stehen sie hier alle, weil sie nicht alle gleichzeitig da reinpassen. Hast du den dritten Teil von Griffin schon? Nee. Aber nur ein Exemplar.
Nein! Und Nini? Hunger. Vielleicht gibt es Fixe. Ne? Danach gehen wir zum Plaza essen. Ja. Ich kam halt auch schon an und hatte Hunger, weil mein Frühstück ja durch einen miesen, fiesen Busfahrer vereitelt wurde. Ich wollte ja nicht, dass du frühstückst. Hab ich das eben nicht? Nein. Achso, dann setze ich dir mal die Kamera aus. Okay, ich mache gerade noch ein paar Momentaufnahmen. Ganz langsam bewegen. Warum drehst du denn kein Video? Weil ich meine Speicherkarte vergesse. Oh nein! Ich habe 3 Akkus und eine Kamera, aber ich habe keine Speicherkarte. Oh nein, das ist natürlich echt fatal. All you know is the way of your life. Fight for your day, for your faith. And shout. Ich habe ausgerechnet bzw. erfragt, wie viele Bücher wir insgesamt gekauft haben. Ich glaube, zu viele. Zu viele und zu viel. Ja? Warte doch mal kurz, dann kannst du den Preis auch gleich dazu sagen. Wir können auch mit dem Preis zusammen. Wir können auch ein Gewinnspiel machen. Ich warte gerade noch. Wir können uns ja auch einfach so unterhalten. Also, wie geht's euch denn heute? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Die sind alle munter, fröhlich hier. Videopump ist das. Genau, ja. Ich trinke übrigens ein Wasser. Es schmeckt sehr gut. Gibt es was gegen Rückenschmerzen vom Bücherkauf? Falls wir einen Apotheker unter euch haben. Es gibt doch diese Wärmepflaster, die man auch auf den Rücken machen kann. Pokémon, ich hab Pokémon. Hier wird fleißig Pokémon gespielt, getrunken, also Cola und ja, ich warte immer noch darauf, dass ich weiß, wie viel das Ganze gekostet hat. Ich würde euch jetzt natürlich sofort erzählen, was ja die Menge ist, aber ich soll warten, bis ich weiß, wie viel es gekostet hat. Was ist das? Erfolgreich Zuschauer. Aber Lena, möchtest du auch irgendwann mal anfangen? Möchtest du auch irgendwann mal anfangen? Einmal hätte ich gerne vor der Kamera. Wie war das? Achso, dann drehe ich mich wieder. Einmal eure Namen und Kanalnamen, dass ich die mal zusammen habe. Aber ich mache mir gleich mal ein Foto, damit ich alle Kanäle mal abnehme. Ich habe eben schon. Oh, du hast dein Pokémon gefangen. Ja. Ich wollte auch noch Essen bestellen. Du möchtest was essen? Ja, ich möchte Essen bestellen, manche ja. Also, wir haben 52 Bücher gekauft und 589 Euro ausgegeben. Also circa Talia und der Tagesabschluss. Die haben sich eben noch beschwert, dass wir zu laut sind. Was? Wie viele sind wir? Wir sind 34 gewesen eben. Und das bedeutet, es hat circa ein Buch 11 Euro gekostet. Meine mathematischen Fähigkeiten sind unsagbar. Wir haben 52 Bücher gekauft. Ich erzähle der Jenny von Regenbogengarten das nochmal, weil sie sehr unaufmerksam war. Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade auf meinem Handy. Du bist unscharf. Ich bin unscharf. Ich bin auch noch was zu essen. Ich bin noch nicht scharf. Tada! So. Steak vom Rind. Ein Hüftensteak vom Rind. Ja, Medium. Medium. Mit Pommes, Mayo statt Kartoffeln, bitte. Pommes, Mayo statt Kartoffeln. Ja. Entschuldigung, okay. Hat die ganze Welt gehört, dass ich Hunger habe? Hallo!
I was loneliness and sickness of a life and all its pain. Cause the chase no happy ending, although we try. And the day among the faces I saw yours, it was so bright. I realized I was no lonely after all. Whoa, I wanna feel. Whoa. So, wir gehen jetzt Richtung Bahnhof. Ich gehe einfach mal vor. Mal gucken, was passiert. Nini bleibt halt sitzen, das ist halt so. So, wir gehen einfach mal gern Frischluft. Als was arbeitet der denn? Tschüss. Danke. So. So, Mädels, wir wollen jetzt los. Kommt ihr? So, der Entenmarsch kann weitergehen. Ja! Oh, da ging's runter. Ging's runter. Stufe. Wo gehst du jetzt hin? Zu Manu. Manu? Ja, wir bringen die ersten Leute weg. Ja, und Spaßkasse nochmal ansteuern. Spaßkasse, ja, ist geradeaus. Da musst du noch mal hingehen, dann bleiben wir gleich nochmal in der Mitte stehen. Ja, bitte. Ich kenne mich hier nicht aus.